Guten Tag, Freunde. So, neues Video. 997 Turbo MK1. Ja, 6-Gang handgerissen. Serienmäßig 480 PS. So ein Auto hat auch der Tim. Die Videoreihe kennt ihr mit TTH 850er Ladern, allen Schickimicki, Pleuel drin und so weiter. Könnt ihr mal gucken, wer das noch nicht gesehen hat. Tim sein Auto auch so einer. Allerdings nicht so eine aggressive Optik. Hier haben wir ein 997 ein bisschen für Show and Shine gebaut, mehr oder weniger. Riesenflügel drauf, große Felgen, Fahrwerk extrem tief, ein paar Spoilerlippen und so weiter. Sieht geil aus, ist allerdings nicht für Performance gebaut. Ja? Also hier ein richtiger Hingucker. Gucken wir uns auch nachher noch mal in Ruhe an, wenn das Auto auf der Straße steht. Jetzt steht er auf dem Prüfstand. Warum steht er auf dem Prüfstand? Der hat ein kleines Update bekommen. Und zwar ist hier verbaut worden, haben wir nicht verbaut, sondern hat der Besitzer selbst verbaut. Wir haben nur die Abstimmung jetzt gemacht. Turbolader von TTH. Nennt sich TTH 700. Ist ein originaler 997 Turbolader mit einem größeren Verdichterrad, eine leicht bearbeitete Lagerung und originales Abgasgehäuse. Sind bis 700 PS angegeben. Von Verdichter her habe ich schon mal erklärt in unserem Video, der Verdichter könnte 700 PS. In den Autos schaffst du meistens nicht 700 PS zu fahren, einfach weil das Abgasgehäuse, die VTG-Geschichte, zu klein ist. Du müsstest mit unheimlich viel Ladung fahren und das passt nicht mehr. Also meine Erfahrungen sind hier so zwischen 650 und 680 PS mit TTH 750. Auf unserem Dynojet zumindest, auf anderen Prüfständen oder mit anderen Messgeräten mit Sicherheit auch 700 möglich. Bei uns sauber gemessen 650 bis 680 und angepeilt sind 900 Newtonmeter. Warum 900? Weil wir nicht deutlich mehr drauf, also ich sag mal Schmerzgrenze ist 950 auf einen Serienmotor bei mir. Das ist das, was ich auch fahre. 850 Newtonmeter wären so safe, 900 bis 950 ist knackig, kann man sich trauen, kann natürlich auch immer mal was kaputt gehen. Gott sei Dank kenne ich keinen, der jetzt wirklich auseinandergeflogen ist. Deswegen ist hier angepeilt 900 Newtonmeter, 680 PS wären spitze, muss aber nicht, wie Vorgabe ist so ladedruckmäßig 1,3 auf 1,6 Bar. Das habe ich auch schon programmiert. Wir sind auch so gestern schon auf der Straße spazieren gefahren. Das heißt, das fährt schon sauber. Ich weiß schon grobe Driftboxzeiten. Wir nehmen euch aber trotzdem gleich mal mit auf der Straße. Und jetzt wollen wir eigentlich uns mal den Verlauf angucken und die Leistungsmessung letztendlich, wie viel Leistung wir haben. Wir können den messen, weil der auf 2WD umgebaut ist, sprich hier ist keine Kardanwelle mehr drin, hier ist kein Differential mehr vorne drin, das ist ein reiner Hecktriebler, hier ist eine Kupplung drin mit einem starren Schwungrad, das ist total überflüssig, muss auch nicht und ist auch eigentlich störend. Ist aber reingekommen und wird vielleicht auch wieder vom Kunden ausgebaut, weil es ist echt nervig. Hier kannst du ganz normales Zwei-Massen-Schwungrad mit einer Sachskupplung fahren, das hält immer. Was haben wir noch hier geändert, Tim? Was war hier noch? Hier sind GT2 RS Luftkühler drin mit Aluminiumkasten von HG Motorsport. Es ist eine andere Ansaugung drin vom Luftfilterkasten von hier oben runter zu den Turboladern. Ist verbaut, hier ist ein anderer Luftfilter drin. Und wir haben andere Krümmer. Krümmer bringen bei den Autos nicht wirklich viel. Und eine Abgasanlage, die nicht besonders leistungsfördernd ist. Und zwar ist das eine Auspuffanlage mit einer Klappe. Mit zur Klappe maximal 1 Bar. Danach hast du so viel Abgasgegendruck, dass du es komplett vergessen kannst. Also hier musst du, wenn du auf Leistung gehst, mit offener Klappe fahren. Und selbst dann hast du da so ein Pissröhrchen. Tim, du kannst das später mal versuchen zu zeigen unten. Kannst du gleich einmal die Auspuffanlage, kannst du jetzt einblenden. Also die Auspuffanlage ist für Leistung nicht geil. Ich denke, da kannst du nochmal 15, 20 PS hinter drüber holen aufs Maximum und dann ist dort gut. Also da muss nochmal eine Auspuffanlage fein getuned werden. Ansonsten ist hier Wasser Methanol Kit verbaut von Snow Performance, was ich bei den Porsche Turbos wirklich für eins der besten Tuning-Maßnahmen halte, die man so machen kann, weil du kriegst die Ansaugluft richtig gut im Griff, du kriegst den Zündwinkel richtig schön im Griff, du baust dir richtig viel Sicherheit ein in das Auto. Das heißt, wir haben hier die Wassermethanolanlage nicht genutzt, um zusätzlich Leistung zu fahren, sondern um das Auto einfach temperaturmäßig stabil zu bekommen. Weil die Porsche haben das Problem, wenn du weit über 200 fahren willst, geht die Ansaugluft, egal welche Ladeluftkühler du drin hast, jenseits von Gut und Böse ab nach oben. Und das kriegst du mit dem Wassermethanol ganz gut im Griff. Und du hast natürlich auch den Vorteil, du kannst im Sommer bei 35 Grad auch mal drauf bleiben und die Ansaugluft ist gering.
haben wir beim Tim reichlich getestet. Tim fährt auch bei 35 Grad einfach Vollgas mit seinem Auto. Und das funktioniert spitze. Und deswegen ist das hier auch drin. Und das funktioniert auch aktuell spitze. Weil wir waren ja auf der Bahn gestern abstimmen. Ast 3 mit Wassermethanol. Zündwinkel steht wie eine 1. Kein Einbrechen, kein Hoch-Runter-Regeln oder sonstiges. Also absolut lohnenswert, hier Wassermethanol im 997 Turbo zu fahren. Ja, ich würde sagen, dann haben wir hier gerade, wir haben ein Problem. Hier ist die Klappenanlage ja drin und die ist über die Klappensteuerung oder über die Sporttaste im Auto geregelt. Wenn du die Sporttaste drückst, macht ihr die Klappen auf. Jetzt haben wir das Problem, wenn wir diese Autos bei uns auf den Prüfstand stellen, ziehen wir den Stecker vom ABS ab, damit wir keine Probleme haben beim Messen. Und dann kannst du die Autos aber nicht mehr auf die Sporttaste, kannst du nicht mehr drücken, die ist nicht mehr aktiv. Das heißt, die Klappe ist zu. Und mit Klappe zu brauchen wir nicht messen. Also haben wir hier manuell, machen wir die Klappe gerade auf. Ja? Und dann können wir die Klappen aufmachen. So, jetzt sind die Klappen aufzumessen. Ich stelle mir gerade vor, du baust das in den Innenraum rein. Ja, das ist immer so als Schalter, kannst du immer schön pumpen. Klappe auf, Klappe zu mit der Handpumpe. Also Klappen sind jetzt auf. Ich würde sagen, wir machen eine Messung und dann sehen wir uns gleich wieder. Leistungsmessung fertig. So, und wir, jetzt kommt es wieder. Wir messen gerade oder wir machen eine Messung, die haben wir jetzt gemacht und stehen unkorrigiert. Unkorrigiert bedeutet, es interessiert uns keine Raumtemperatur, es interessiert keinen Atmosphärendruck, es interessiert keine Luftfeuchtigkeit. Es interessiert nur das, was das Auto jetzt gerade hier am Samstagmittag um 14 Uhr auf dem Prüfstand an Leistung abgibt. Und das sind gerade aktuell, wenn wir jetzt aufs Diagramm gucken, 666,11 PS und 927,18 Newtonmeter. So, das ist jetzt bei, was haben wir für eine Raumtemperatur hier gerade gehabt, Tim? 28 Grad. Die Leistung. Das ist bei 28 Grad. Jetzt können wir diese Leistung über den Prüfstand korrigieren lassen, eine sogenannte Formel drüber liegen. DIN, nach EWG und so weiter und so fort. Porsche korrigiert, wenn sie korrigieren, nach DIN. Eigentlich darf man sie nicht korrigieren, deswegen ist für mich ausschlaggebend gerade 666 PS und 927 Newtonmeter. Wenn wir jetzt draußen gleich fahren, draußen ist ein bisschen kühler, es hat sich abgekühlt, die Halle ist halt noch aufgeheizt, haben wir auf der Straße gleich einen Ticken mehr Leistung. Ich denke, wenn wir gleich auf der Straße fahren, werden wir irgendwo mit 680 PS fahren. Und Drehmoment wird sich nicht deutlich steigern, aber sagen wir einfach auf der Straße 680 PS, 940 Newtonmeter. So, wenn wir jetzt den Prüfstand mal korrigieren lassen würden nach DIN, hätten wir jetzt 675 PS und 940 Newtonmeter. Und das kommt auch grob hin, was wir gleich auf der Straße fahren werden, womit wir mit euch Driftbox-Zeiten fahren werden. Allerdings wieder halben Tank, Tim, ich, Kamera, also nicht auf Bestzeiten, nachts alleine, kaltes Wetter und so weiter, sondern einfach, was macht das Ding immer. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt, denn wir spannen ab, aber wenn ich da zum Fenster rausgucke, sehe ich ganz böse dunkle Wolken. Und ich hoffe, wir schaffen das jetzt gleich noch im Trocknen zu fahren. Ansonsten, Auto bleibt nämlich noch hier, bis das Video fertig ist, fahren wir morgen übermorgen, wie auch immer. Aber wir probieren jetzt mal eben abzuspannen. Ich möchte den Unterfahrschutz, den haben wir abgehabt, dran machen. Weil ich glaube, der CW-Wert und so merkt man schon auf der Straße. Vielleicht den Flügel auch noch abschrauben. Der Flügel abschrauben wäre für Zeiten auf jeden Fall deutlich besser. Da ist eine Mördertheke, aber wir können das Auto ja mal zeigen. Wir könnten uns das jetzt eigentlich mal von außen angucken in der Zeit, wo wir am Prüfstand abspannen.
hat natürlich nicht geklappt, dass wir noch gefahren sind, sondern wir haben jetzt einen Tag weiter, wir haben jetzt Sonntag. Sonntagabend, kurz nach 19 Uhr, freie deutsche Autobahn, da können wir gleich mal fliegen lassen und euch mitnehmen, fahren wir ein paar Driftbox-Seiten und gucken einfach mal, wie das Auto so fährt. So, nochmal kurz der Vollständigkeit halber, was ist hier gemacht? Wir haben einen Serienmotor. Das heißt, der Motor ist komplett Serie von innen. Keine Pleuel, keine Kolben, kein gar nichts. Ansaugmäßig ist hier ein anderes, ihr habt ja gesehen, einen anderen Heckdeckel. Ob das was bringt, dass die Luft jetzt da oben einströmt, weiß ich nicht. Wir haben eine BMC Luftfiltermatte. Habe ich bei mir im Auto schon getestet und hat nichts gebracht. Aber kann auch nicht schaden in dem Fall. Dann haben wir die Ansaugrohre, die rechts und links vom Luftfilterkasten runtergehen zu den Ladern, sind größere. Die Turbolader TTH 700. Kleinste Ausbaustufe. Dann haben wir Rohrkrümmer drin, die braucht man nicht zwangsläufig. Dann haben wir eine Abgasanlage, die semi gut ist. Die ist zwar keine originale, die ist bearbeitet mit 200 Zellen Katz, aber Rohrführung ist bescheiden und selbst mit offener Klappe fahren wir erst Cut und dann einen relativ kleinen Rohrdurchmesser habt ihr in der Einblendung gesehen. Also Auspuffanlage, sage ich hier, schlummern zwischen 20 und 30 PS, wenn die Auspuffanlage strömungsmäßig optimiert wäre. Dann haben wir hier andere Einspritzdüsen drin und einen anderen Benzinhochregler, sodass der Kraftstoff eigentlich locker reicht. On top, Ladeluftkühler GT2RS, die bestelle ich immer bei HG Motorsport mit einem Aluminiumkasten direkt dran, dann platzen die nicht auf und die sind sehr gut für, ich sag mal, bis 750 PS sind die Ladeluftkühler top. In Kombination mit Wassermethanol sogar astrein, weil das Wassermethanol dann auch bei 35 Grad Außentemperatur, selbst bei 300, ist die Ansaugluft top, Zündwinkel steht wie eine 1. Also das kann man jedem nur empfehlen. Das ist die Anlage von Snow Performance, wie der Tim hier oben. Hier, ich weiß nicht, kannst du das mal einblenden, Tim, da hast du es ja auch bei dir verbaut. Die Anzeige direkt mit Ladedruck. Die Anzeige und das ganze System finde ich wirklich top. Das Geräusch, das kommt vom Einmassenschwungrad und das ist komplett überflüssig. Man kann die Autos mit einem serienmäßigen Zweimassenschwungrad, Sachs Performance Kupplung, ganz locker bis 900, 1000, 1050 Newtonmeter bin ich schon mit der Kupplung ohne Probleme gefahren. Das würde ich mir nicht antun, diese Geräusche. Und die wird der Besitzer wahrscheinlich die Kupplung auch nochmal tauschen gegen Zweimasse mit Sachs Performance, statt hier diese Einmasse von Sachs. Dann haben wir einen CAI-Shifter hier drin, den finde ich sehr gut in den Autos, fährt sich schön knackig, gefällt mir also hier der CAI-Shifter. Ja, das ist so eigentlich, was motormäßig, technikmäßig geändert ist. Da haben wir ja auch im Prüfstand gesehen, 666 PS, unkorrigiert nach DIN 675. Ich denke, so wie wir auf der Straße fahren, wir haben jetzt 22,5 Grad, werden wir irgendwo bei 680 PS auf der Straße liegen mit 940 Newtonmeter. Damit fahren wir. Sechsgang handgerissen, das Auto. Von außen habt ihr gesehen, GT2 Optik mit noch größer, oder GT2S Optik, Tim? Eigentlich ein kompletter Mischmasch, andere Schweller dran, aber ich glaube GT2RS Stoßstange mit diesen Kotflügelverbreiterungen. Also alles auf böse gebaut, ist für den CW-Wert und für unsere Zeiten jetzt, die wir gleich fahren, natürlich nicht so optimal. Wird das Auto eher langsamer von, auch mit den 20 Zoll Felgen. Riesengroß, schwer wie Blei, ich habe sie nicht gewogen, aber ich glaube, sie sind nicht die leichtesten. 325er Räder hinten drauf, auch nicht optimal für Zeiten plus. Ich im Auto, wir haben noch einen Laptop dabei für Diagnose, wir wollen gleich noch ein, zwei Sachen locken, bevor das Auto jetzt an den Kunden rausgeht. Tank halb voll, wie gesagt 23 Grad, jetzt aktuell zwei Kameras hier drin, also bitte nicht vergleichen mit Zeiten, die nachts bei 15 Grad gefahren werden, eine Person, Tank auf Viertel, da bist du mit dem Auto ruckzuck nochmal 3-4 Zehntelsekunden schneller. Hier geht es einfach nur darum, was liefert so ein Auto immer an Performance eigentlich ab, egal was du machst. Und so fahren wir jetzt. Käfig haben wir hier auch drin, wie ihr seht. Fahrwerk ist ein KW-Gewindefahrwerk mit dieser hydraulischen Liftfunktion, sodass du das Auto eigentlich mit einem Gewindefahrwerk auf deine Fahrhöhe einstellst. Und dann, wenn du irgendwelche Bordsteine oder Trampels oder was auch immer hoch willst, kannst du den hochfahren. Hier ist es ein bisschen anders gemacht, hier ist es so, dass du die Liftfunktion anhaben musst, um überhaupt zu fahren, weil wenn Liftfunktion aus ist, liegt das Ding auf dem Boden, weil das Auto, ja, Schau und Schein möchte ich jetzt nicht sagen, da kann man ja trotzdem mit fahren,
aber ist schon für die Show-Optik gebaut, das Auto. Und sieht auch mega fett aus. Wenn du damit jetzt hier durch die Stadt fährst oder auf der Autobahn, jeder guckt. Hat aber immer Performance-Kompromisse. Tim, wir sind jetzt gleich an unserer Teststrecke. Du könntest mal auf die Box umschwenken und dann fahren wir erstmal 100, 200. Direkt mal 100, 300 fahren. War natürlich passend, weil die Bahn gerade schön frei war. 100, 200 im ersten Lauf 5,9 Sekunden. 200 auf 300 13, irgendwas. Das finde ich für dieses Auto mit diesem riesen Flügel, finde ich die 300er Zeit wirklich noch top, weil das bremst. 100, 200, ja, ich denke, da macht der Flügel sich auch schon bemerkbar. Aber oben raus bremst er ohne Ende. Und da finde ich diese 13, irgendwas wirklich Bombe. Dann haben wir gerade noch einmal probiert, 100, 200, war die Zeit eine 5,7. Ja? So, ich bin mir sicher, alleine abends fährst du hier mittlere Fünfer, wenn nicht sogar niedrige Fünfer im Winter. Das geht mit dem Auto. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt nicht gefahren. Wir sind mit zwei Mann. Ihr habt gesehen, halber Tank, schöne GoPro-Aufnahme. Ich denke, das ist ganz geil als Video für euch, um sowas zu machen. Muss man halt sonntags abends fahren, um solche Späßchen zu machen. Ja, ich würde sagen, Tim und Tim sein Auto, wenn ihr die Videos guckt, der sieht so unspektakulär aus. Tim sein Auto ist doch mal eine ganze Ecke schneller. Eine ganze Ecke schneller. Sprechen wir von 100, 200 in 4,5 bis 4,6 Sekunden und 200 auf 300 um die 9 Sekunden. Das ist das, was Tim mit seinem fährt. Ähnliche Hardware, plus dass der Motor gemacht ist und die großen TTH-Lader im Prinzip. Aber immer noch VTG-Technik. Aber auch das hier, muss ich sagen, reicht. Das macht einen Höllenspaß, mit dieser Leistung dieses Auto zu fahren, sich wenig Kopfschmerzen machen zu müssen. Kann hier was kaputt gehen, geht hier nichts kaputt. Das ist wirklich so wie früher S2 fahren mit 600 PS. Es bockt einfach, es macht Spaß. Und wenn hier der Motor mal gemacht wird, was vielleicht nicht unwahrscheinlich ist, dann kommt hier auch noch mal eine Schippe drauf. Ich denke, da geht es so in die Leistungsklasse, wie der Tim das fährt. Ja? So. Wir bleiben hier stehen. Wir schließen nämlich noch einmal Laptop an. Ich will nämlich noch einmal kurz was sehen. Und dann ist das Auto abholbereit. Und ich wünsche dem Kunden viel Spaß mit dem Ding, weil optisch für mich eine Granate und jetzt auch leistungsmäßig. Bis dahin. Tschüss.